Wiederaufbau der Eifelstrecke war Montag, der 26. Juni 2023, ein weiterer wichtiger Tag. Zwischen den Bahnhöfen Kilburg und St. Thomas wurde die neu gebaute Eisenbahnbrücke von der Montageposition über eine Strecke von 63 Metern in Längsrichtung über die Kill verschoben. Damit befindet sich die Konstruktion in jener Position, von der aus sie 8 Tage später quer verschoben werden wird, um dann ihre endgültige Lage auf dem ebenfalls neu gebauten Brückenkopf einzunehmen. Der Längsverschub wurde von der Firma Max Bögel detailliert vorgeplant. Vor Ort umgesetzt hat das Thomas Weidmann, ein erfahrener Polier, der die spektakuläre Aktion mit einem Team von zusammen 8 Leuten durchgeführt hat. Voraussetzung für den einwandfreien Verschub der Brückenkonstruktion war der Aufbau des Montageplatzes. Gegründet auf Bohrpfählen und stabilen Fundamenten wurden die Verschublager aufgebaut. Diese werden von Pressen gesteuert. Die rund 400 Tonnen schwere, mit Untergucht 7,20 Meter Breite und 6 Meter hohe Brücke gleitet über Teflonplatten, die auf 4 Achsen mit Längsführung verteilt sind. Zusätzlich aufgebrachtes Teflonfett reduziert den Gleitwiderstand. Mit einem Druck von 6,6 Tonnen wird die Konstruktion bewegt. Sogenannte Litzenheber mit Seilzügen sorgen für den Verschub, der in Abschnitten vollzogen wird. Am Ende eines Abschnittes müssen dann die Konsolen abgebaut und im folgenden Abschnitt neu aufgebaut werden. Der Verschub geschieht zentimeterweise. Die Lage der Brücke wird dabei permanent mit Nivelliergeräten kontrolliert. Es geht um Genauigkeit im Millimeterbereich. Das erfordert von allen Beteiligten eine hohe Konzentration. Am Ende des Tages hat der Längsverschub ohne Probleme funktioniert. Die Mannschaft von Max Bögel stellte sich dann stolz zum Erinnerungsfoto auf der Brücke auf. Gedauert hat das Ganze rund 8 Stunden. Damit dieser Vorgang für das menschliche Auge auch sichtbar gemacht werden kann, hat unsere Kamera rund 3000 Einzelbilder aufgenommen, die am Ende dieses Filmes als Zeitraffer die Bewegung der Brücke erkennbar machen. In den nächsten Tagen wird der Querverschub vorbereitet, der in der kommenden Woche stattfinden wird. Selbstverständlich sind wir dann auch wieder am Ort des Geschehens. Vielen Dank für das Interesse und wer Abonnent dieses Kanales ist, der verpasst auch die nächsten Schritte nicht. Musik